Einen wunderschönen guten Morgen zur neuen Handelswoche. Heute ist Montag, der 17. August 2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und zusammen mit der LSX möchten wir Sie auf die Handelswoche einstimmen und als erstes natürlich auf den DAX schauen, der am Freitag dann doch nicht mehr schaffte, die 13.000 zurückzuerobern im Wochenverlauf. Also mal kurz darüber, am Ende darunter. Und ein relativ lustloser Wochenausklang, wie man das hier sieht, soll noch einmal kommentiert werden von unserem Händler, dem Stefan. Guten Morgen erst einmal nach Düsseldorf. Guten Morgen, Andreas. Ich hatte es schon angedeutet, der DAX startete mit mehr Volatilität in den Freitag und am Ende war dann doch wenig übrig geblieben, die 13.000 aufgegeben. Gab es hier irgendwelche Gründe? Genau, nochmal, der Schlusskurs war bei 12.901. Im Hoch lagen wir knapp unter der 13.000 bei 12.971. Tief war bei knapp 12.800. Es kamen US-Wirtschaftsdaten, davon gingen aber kaum Impulse aus. Der Einzelhandelsumsatz stieg im Juli, zwar den dritten Monat in Folge, blieb aber unter den Erwartungen. Hier wurde lediglich ein Plus von 1,2% vermeldet. Ökonomen hatten hier mit 2,3% gerechnet. Allerdings wurden auf der positiven Seite der Juni wurde nach oben revidiert auf 8,4%. Auch die Kapazitätsauslastung weist darauf hin, dass es noch Zeit in Anspruch nehmen wird, bis wir das Vorkrisenniveau wieder erreichen. Gewartet wird halt außerdem nach wie vor auf neue Konjunkturhilfen, aber das scheint sich weiter zu verschieben. Ja, genau, und aktuell sind wir bei 12.875, also ja, knapp darunter, knapp unter dem Schlusskurs von Freitag. Wenn man sich das im mittelfristigen Chart anschaut und das haben wir gerade im Hintergrund zu sehen, dann spitzt sich die Lage etwas zu. Also wir kommen von oben mit einer Trendlinie etwas zurück und von unten ist ein Aufwärtstrend aus Mitte Juni immer noch zu verzeichnen. Also da keilt sich der DAX charttechnisch so ein Stück weit ein. Wer sich nicht eingekeilt hat, das war das IPO am Freitagabend. Wer das nicht mitbekommen hat, hier gab es ab 18.30 Uhr, 19 Uhr die ersten Kurse an der Nasdaq. Was hast du uns dazu zu berichten? Genau, CureVac wurde ja schon mehrfach jetzt angesprochen. Das Tübinger Unternehmen legte wirklich einen furiosen Start hin. Erster Kurs war wohl 44 Dollar, Schluss bei 55,90 Dollar. Und zum Start notierten die Aktien relativ schnell bei 49 Dollar, also dem ca. dem Dreifachen des Ausgabepreises. Das ist schon enorm. Und was kann man noch dazu sagen? CureVac ist halt genau wie BioNTech und Moderna, versuchen ja einen Impfstoff auf Basis der Boten-RNA zu generieren. Der Unterschied ist hier, traditionelle Impfstoffe bestehen aus lebenden oder inaktivierten Krankheitserregern, um eine Immunantwort hervorzurufen. Und demgegenüber injiziert ein mRNA-basierter Impfstoff das Botenmolekül mRNA in den Körper und weist diesen an, ein Protein oder Antigen zu produzieren. Und dieses Protein oder Antigen wird vom Körper dann als fremd erkannt und löst eine Immunantwort aus. Was dann im Endeffekt besser funktioniert, also ob traditionell oder halt mRNA, das wird man dann in Zukunft sehen, ja. Ja, damit hat das Unternehmen 200 Millionen Dollar eingesammelt durch den IPO und möchte damit die klinische Studie 3 hier einleiten, um aufschließen zu können beim Forschungs- und Entwicklungsstand an die genannten Unternehmen von dir, Moderna beispielsweise. Wie hat denn der Kurs jetzt in der Vorbörse am Montag reagiert? Ja, es ist Wahnsinn. Die Aktie ist 32% fester. Also wir stehen aktuell bei 68 Euro. Ja, das ist, wenn man sich den Chart anschaut, der noch recht jung ist, Freitag erst gestartet zum Börsendebüt, wie wir eben erfahren haben. Natürlich eine Knaller-Rallye, wie man so schön sagt. Und was vielleicht im Hinterkopf behalten werden sollte, ist, dass Dietmar Hopp hier an dem Unternehmen beteiligt ist mit knapp der Hälfte der Aktien. Also der SAP-Gründer hat auch hier ein gutes Händchen, einen guten Riecher bewiesen letzten Endes. Ja, was gibt es für einen Riecher in der Urlaubssaison? Wir haben wieder von Lockdowns gehört, wir haben Reisewarnungen gehört. Die ganze Szene ist ein wenig aufgemischt und da hast du uns auch ein Unternehmen mitgebracht, was besonders hart getroffen werden könnte. Ja, die TUI steht da auch mal wieder im Fokus. Es gab, wie du schon angesprochen hast, wieder einen Rückschlag.
Und zwar hat das Auswärtige Amt ja wegen den steigenden Infektionszahlen vor nicht notwendigen Reisen in die Region gewarnt. Also ich glaube, nur die Kanaren waren ausgeschlossen, wenn man Spanien betrachtet. Und TUI hat dann alle Pauschalreisen ab sofort bis zum 24. August abgesagt, beziehungsweise storniert. Und Kunden, die bereits vor Ort sind, werden gebeten, in den nächsten 7 Tagen zurückzureisen. Das ist natürlich wieder ein schwerer Schlag für die Tourismusbranche. Ja, die Aktie minus 5% heute vorbörslich. Also da sind wir gespannt, wie das Ganze innerhalb der Branche und natürlich auch bei Fluggesellschaften und so weiter weitergeht. Persönliche Frage, hast du einen Urlaub geplant? Ja, ich wäre gerne im Oktober weggeflogen, aber das ist natürlich jetzt alles wieder, muss man jetzt erstmal wieder abwarten, wie sich die Lage entwickelt. Ist wahrscheinlich auch gesünder, erst einmal abzuwarten. Und bis Oktober kann noch viel passieren, insbesondere auf der Terminagenda kann viel passieren. Und da hast du uns für die Woche noch einige spannende Termine mitgebracht. Genau, dann kann man einmal Wirecard betrachten. Am Freitag soll wohl der letzte Handelstag im DAX stattfinden bei der Aktie. Und dann wird es halt wieder spannend, wer die Wirecard setzen könnte. Da steht einmal Delivery Hero relativ weit vorne. Und zwar bei der Market Cap sind sie unter den Top 30 und beim Börsenumsatz auf 33. Oder alternativ halt Symrise. Die liegen bei der Market Cap vor Delivery Hero, allerdings beim Börsenumsatz weit dahinter. Allerdings steht im September auch noch die reguläre Überprüfung an, die ja einmal im Jahr stattfindet. Und dann könnte Symrise eventuell Covestro ersetzen. Ja, weiter geht es noch, also mit Zahlen. Da kommt einmal Walmart am Dienstag, wenn die Quartalszahlen erwartet. Und auch noch spannend, Nvidia wird wohl am Mittwoch seine Zahlen präsentieren. Das klingt spannend, da bleiben wir auf alle Fälle dran und berichten vorbörslich immer wieder darüber, was am Vortag geschehen ist und was uns für den Handelstag erwartet. Ganz lieben Dank erst einmal an dich nach Düsseldorf und eine schöne Auftakt in die neue Handelswoche. Vielen Dank, Andreas. Ja, und wir begleiten Sie, wie schon gerade gesagt, auch morgen früh wieder in den Handelstag. Bleiben Sie gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LSX.